Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles Easy. Mein Name ist Vanessa und heute geht es um das Berufsleben in der Zukunft. Mal eben ein Meeting via Teamchat oder auch eine Zusammenfassung in die Cloud hochladen. Durch solche Softwaremöglichkeiten ist dein Arbeitsalltag schon heute ziemlich flexibel. Technologien, die du teilweise nur aus Science-Fiction-Filmen kennst, könnten deinen Job in Zukunft grundlegend verändern. Augmented Reality zum Beispiel. Stell dir vor, du fängst einen neuen Job an oder musst eine Schulung machen. Dann kann es möglich sein, dass du bald virtuell deine Skills auffrischt. Als angehender Mechatroniker lernst du zum Beispiel, wie du Autoteile richtig verbaust oder als Bahntechniker, wie du Schienen reparierst. In Zukunft kann es sogar möglich sein, dass ein Hologramm von dir in Meetings sitzt, während du aber ganz woanders bist. Oder denk mal an 3D-Drucker. Damit werden nicht nur stylische Sportschuhe oder barrierefreie Möbel gedruckt, 3D-Drucker sind auch ein Riesenfortschritt in der Medizin. Forschern ist es zum Beispiel gelungen, damit ein menschliches Herz und Blutgefäße herzustellen. Faszinierend, oder? Übrigens, auch über den 4D-Druck wird schon spekuliert. Dadurch können Objekte nicht nur gedruckt werden, sondern sie können dann im Anschluss auch noch ihre Form verändern. Wissenschaftler aus den USA testen das gerade. Dass Maschinen deine Aufgaben bei der Arbeit erleichtern, ist nichts Neues. Dass sie sich dabei aber intelligent vernetzen und zusammenarbeiten, das war lange Zukunftsmusik. Das Internet of Things, kurz IoT, vernetzt heute schon virtuelle und physische Gegenstände und lässt sie so miteinander kommunizieren und arbeiten. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber das kennst du vielleicht von zu Hause, wenn du morgens deine Kaffeemaschine über dein Smartphone startest. Und auch in Fabriken werden die Maschinen miteinander vernetzt. In einer der ersten IoT-gesteuerten Smart Factories werden Elektroautos hergestellt. In der supermodernen Produktionshalle von EGO macht das Netz alles schneller. Statt langer Wartezeiten sehen Mitarbeiter sofort, wie weit der Prozess ist und ob eventuell Fehler auftreten können. Auch KI, also künstliche Intelligenz, bestimmt das Arbeiten in Zukunft. Ein intelligenter Chatbot könnte dir zum Beispiel morgens dabei helfen, ein Bürooutfit auszusuchen. KI-Assistenten sollen vor allem Aufgaben übernehmen, die für dich sehr aufwendig sind. Sie können zum Beispiel ein Gespräch übersetzen, wenn du einen Call mit Kollegen aus dem Ausland hast. Da wir immer mehr mit Daten, Robotern oder auch KI arbeiten, entstehen auch viele neue Berufe. Beispielsweise 3D-Drucker-Experten, Telechirurgen oder auch Drohnenpiloten, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Aber auch Roboterdesigner sind immer mehr gefragt. Falls du überlegst, welcher Job am besten zu dir passt, dann schau doch mal in den Vodafone Future Jobs Finder. Mehr zu spannenden Berufen der Zukunft findest du auch unter dem Link in der Infobox. Wenn du auch weiterhin über die neuesten Tech-Trends informiert bleiben möchtest, dann lies unser digitales Magazin auf featured.de. Und wenn wir sonst noch was für dich tun können, dann besuch uns gerne auf unseren Servicekanälen, also bei Twitter, Facebook oder auch in der Vodafone Community. Das war's für heute mit Alles Easy. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit am Start. Mach's gut und bleib neugierig.